Hallihallo, mein Name und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bert Eogutzilich vs. Cheetah. Ich war lange war ich von der Bildfläche verschwunden, könnte man meinen. Aber hier bin ich wieder. Und mit einer Ansage gleich, ab jetzt, jedes Wochenende eine Folge vs. Cheetahs. Wir schnappen uns den nächsten Fall. Die ganzen Cheetah können hier ein paar von denen fressen, ey. Puh, Alter, wir werden euch alle kriegen. Wir werden euch alle kriegen und zernaschen. So, Beweismaterial prüfen. Ich hab die Fresse dick. Welche Map? Natürlich handelt es sich mal wieder um das 2. Ich hab die Faxendecke. Ist mir aber scheißegal. Los geht's hier. Was haben wir denn auf dem Schirm? So, Kollege hat 001. Es steht 1 zu 0 für die CTs und wir schauen mal, was jetzt passiert. Alan geht die Luzi. Gut. Aimt da ein bisschen mit seiner Aug hin. Gut, war jetzt bisher noch nicht so viel Action. Okay. Alles klar. Ja, nee, alles klar. Obacht. Gut, sagen wir mal noch nichts. Ist jetzt hier wieder. Ich war lange weg vom Game, Leute. Ich war lange weg. Nicht, dass ich jetzt hier gleich nach der ersten Runde mich entscheide und das ist völliger Quark, den ich laber. Also er hat jetzt 1-2. Er hat jetzt einen Kill und zweimal gestorben. Jetzt macht er dafür da fast ein Double. Verstehe. Verstehe. Ja, gut. Ja, gut. Okay, dass der Terror das nicht gebacken. Also, dass er erstens, dass er den Terror nicht kriegt, das ist Silver Gameplay. Dann, dass der Terror nicht checkt, dass von lang einer kommt, auch Silver Gameplay. Hier rennt er jetzt direkt. Das ist so geil. Das ist so geil. Er rennt direkt durch. Ja, okay. Alles klar. Alles klar. Leute, das ist ein Wallhack. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das ist ein Wallhack. Da hat er sich verraten. Guckt euch die Szene bitte nochmal an. Das ist ein glasklarer Wallhack. Also eindeutiger geht's wirklich nicht. Das ist ein absolut dicker Wallhack. Er zielt ihn durch die Wand an. Heiligsblechle, bist du des Wahnsinns, Junge? Der möchte es anscheinend, oder er weiß nicht, wie er es verstecken soll. Also das ist auf jeden Fall ein Wallhack. Mindestens ein Wallhack. Durch die Wand! Mach dich doch bitte nicht lächerlich, Junge! Mach dich doch bitte nicht lächerlich! Was treibst du denn da? Ja, ach komm. Wie schlecht kann man denn bitte cheaten? Das ist ja unfassbar. 603. Nee, Moment. Er hat 515. Kopfschussquote von 60%. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Ich dachte, ich lese es nur trotzdem mal vor. Jo, ach, der Typ hat. Der hat einen Wallhack an. Wallhack oder ESP. Also rote Kästchen, blaue Kästchen, grüne Kästchen um die Gegner. Er rennt direkt rechts rum. Ach, Gottchen. Das ist ja so traumhaft. Da kann mir auch keiner kommen jetzt mit mit Schritten. Das hat nichts mit Schritten zu tun, Freunde. Der Bengel hat einfach an. Da lege ich mich fest. Der Bengelodon, ja, ausgestorbene Dinosaurier-Sorte übrigens, hat definitiv an. Ich bin mir noch nicht sicher, ob jetzt nur Wallhack oder auch ein Aimbot. Aber eigentlich, nee, dafür spielt er zu schlecht. Der spielt richtig schlecht, muss man eigentlich wirklich sagen. Der spielt richtig schlecht. Der weiß überhaupt nicht, wie er mit seinem Hack umzugehen hat. Und das Döste oder das Blödeste, was du heutzutage sowieso machen kannst, ist mit einem Wallhack oder einem ESP spielen. Oh, dann toggle den wenigstens. Dann guck, auf welchen Spot die gehen, dann mach ihn aus, damit es nicht so auffällig ist. Aber so wie der spielt, ist es einfach viel zu auffällig. So, Achtung, cut us low. Hallo, ich schieße einfach hier, direkt in der Sekunde, wo du das erste Barthaar um die Ecke siehst. Er trifft ihn direkt hinten. Ja, Siggi, mein Name ist Bernd. Ich habe einen Cheater erwischt. Mindestens ein Wallhack. Leute, schreibt, es ist ganz wichtig, ne? Dieses Format für die Leute, die neu dabei sind, dieses Format lebt davon, dass wir uns nach der Folge in den Kommentaren unterhalten. War das für euch auch so glasklar wie für mich? Das ist ganz wichtig. Für mich ist es jetzt mit dieser einen Szene auf Alan ganz klar gewesen und jetzt erkennt man es leider auch in wirklich jedem Spielzug, den er macht. Das ist ein Wallhacken ESP, aber ganz wichtig, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das seht, hat der Bengel angehabt oder nicht. Also ich bin der Meinung, ganz, ganz schlechter Spieler und hat den Hack gerade neu. Also der kann damit überhaupt nicht umgehen.
zielt die ganze Zeit in die Wand, also grauenvoll wirklich. Grauenvoll. Eieieiei. So, ich glaube, jetzt müsste die letzte Runde kommen. Oder? Ich weiß es gar nicht. Wir haben bei der zweiten Runde angefangen. Das ist jetzt die 9. Runde. Ich glaube, man kriegt immer so 7 oder 8 Runden, je nachdem. Schauen wir mal. Ich würde sagen, relativ kurze, relativ kurze Folge, weil der Typ halt einfach an. Ach so, ja, ich gucke, ja klar. Nur nochmal zum Vergleichen. Da guckt er jetzt direkt zum Spawn. Davor, in dieser einen Runde, wo der Typ hinter der Kiste stand, hat er halt natürlich direkt zur Kiste geguckt. Das ist so geil. Dieser Typ ist so geil. Naja, also ich glaube, ein Aimbot oder Triggerbot oder sonstiges hat der Bengel nicht. Das ist eigentlich relativ eindeutig. Beweislage eindeutig und ohne Zweifel bei einer Sichthilfe. Alles andere kann man ihm eigentlich nicht reinprügeln. Leute, ich bin wieder back. Bernd vs. Cheetah ist wieder am Start. Jedes Wochenende jetzt eine Folge. Ich freue mich auf eure Kommentare. Schreibt rein, wie ihr das Ganze gesehen habt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Leute. Ich würde sagen, bis dennchen. Tschüssikowski. Wuhu!